Zeit für Witz vom Olli. Ja, obacht, es ist Dienstag, es ist Zeit für gute Laune, es ist Zeit für Witz vom Olli, es ist Zeit für nationale europäische Weltklasse. Der Witz mit dem Lassen drin, vielleicht macht er noch einen Zucker, der hat natürlich viele motiviert. Unter anderem möchte ich lobend hervorheben Franziska Gleiber, da kommen gleich zwei. Aber ich habe selber nachgedacht und der ist mir auch der eingefallen, ich glaube, den kennen viele, wo der Rigobert und der Helmfried sich in der Stadt begegnen. Und dann sagt der Rigobert: Helmfried, was ist denn los mit dir? Du guckst so betreten. Dann sagt er: Stell dir vor, ich habe Zucker. Dann sagt er: Echt? Ja, wie kam es da dazu? Dann sagt er: Du, ich habe in meine schwarze Unterhose immer weiße Flecke drin gehabt. Dann habe ich gedacht, ich gehe mal zum Arzt. Tatsächlich Zucker. Sagt der Arme: Ach Gott im Himmel. Dann habe ich Zimt. Dann habe ich Zimt. Und Franziska hat auch wunderschön geschrieben: Ich wollte mir Zucker von der Nachbarin ausleihen. Sie brüllt: Es ist 3 Uhr nachts und Sie haben keine Hose an. Darauf ich: Ja, das weiß ich. Ich wollte mir Zucker von der Nachbarin leihen. Es ist 3 Uhr nachts und Sie haben keine Hose an. Sagte Rigobert: Hast du was Süßes für den Kaffee? Sagt Helmfried: Kann dies Zucker? Und dann sagt er: Ja, Zucker kann das. Kann dies Zucker? Ja, Zucker kann das. Sei gay. Lass ihn drin, vielleicht macht er noch einen Zucker. Ja. Ja. Vielleicht gibt's auch was mit Schokoladewitz zum Beispiel. Schokoladewitz wäre vielleicht nicht schlecht, oder, ja, schreibt mal, vielleicht gibt's irgendwas zum Thema, irgendwas, was vielleicht mal wieder FSK 0 ist. Wobei der Seike hat gesagt, der Meister Linger hat gesagt, er hat ein Trinkglas, er hat nur einen Zucker gemacht. Ja, überlegt mal. Ich bin gespannt auf die Kommentare. Und jetzt natürlich wieder, wie immer, wie jedes Mal. Und ich weiß, von was ich rede. Bleibe gesund, werde gesund, verliere niemals Humor, sonst wird es wieder ernst. Und am anderen Ende war der Olli. High five.